Meine Damen und Herren, wir kommen zum Schlusswort. Er kann sich bestimmt gut in die eben gekürten Gewinner einfühlen. In seiner Studienzeit hat er nämlich selber mächtig abgeräumt, wenn es um solche Auszeichnungen geht. Auszeichnung für beste rechtswissenschaftliche Seminararbeit der Universität Bern. Prädikat Summa cum laude für Dissertation. Prädikat Magna cum laude für Doktorat an der Universität Bern. Auszeichnung mit dem Professor Walter Hug-Preis für beste juristische Dissertation der Schweiz. Wer könnte da besser als er unseren neu dekorierten Young Leaders Ratschläge für ihren weiteren beruflichen Weg geben? Er hat eine Anwaltskanzlei aufgebaut, ist heute regierender Landammann des Kantons Appenzell-Innerrhoden. Sein Karriereweg ist allerdings nur in der Mittelstation, wird weiter nach oben gehen. Willkommen am Meta Young Leader Awards, Landammann Dr. Daniel Fester. Herr Regierungsrat, Herr Stadtpräsident, Herr Stadtrat, Herr Rektor, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, liebe Studierende, meine sehr verehrten Gäste, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist für mich als Landammann des Kantons Appenzell-Innerrhoden eine sehr große Ehre, bei dieser eindrücklichen Feier hier in der Tonhalle St. Gallen ein Schlusswort halten zu dürfen. Der Innerrhoder Landammann als Schlussredner. Bei dieser Ausgangslage ist man versucht zu sagen, die Preisträgerinnen und Preisträger unter Ihnen sind die Größten und wir Appenzell-Innerrhoder sind die Kleinsten. So einfach ist es natürlich nicht. Appenzell-Innerrhoden ist zwar der kleinste Kanton der Schweiz, deswegen verstecken müssen wir uns nicht. Und die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger unter Ihnen feiern heute zwar einen sehr großen persönlichen Erfolg, doch sind sie wirklich Young Leaders? Young sind sie ohne Zweifel, die jungen Damen und Herren, aber sind sie auch Leader? Ein Leader ist für mich ein Mensch, der mit Leidenschaft, Fleiß, Überzeugung und einem guten Beispiel vorangeht und damit eine Führungsrolle übernimmt. Nicht jeder Leader muss Manager sein und umgekehrt ist auch nicht jeder Manager wirklich ein echter Leader. Der kleine Kindergärtler, der auf dem Schulweg Verantwortung übernimmt und seinem Gespänli hilft, eine knifflige Stelle auf dem Schulweg zu meistern, ist ein Leader. Leader sind auch jene jungen Menschen, die im Ausgang dafür einstehen, dass auch in der Gruppe Anstand und Respekt nicht vergessen geht und die im Bedarfsfall intervenieren. Es gäbe viele weitere Beispiele anzuführen für Leaders. Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, haben mit Ihrem Praxisprojekt gezeigt, dass Sie fähig und bereit sind, gutes theoretisches Wissen mit Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Leistung zu verknüpfen. Damit haben Sie sich das Prädikat Leader ohne Zweifel verdient. Dazu gratuliere ich Ihnen allen ganz herzlich. Ich gebe Ihnen aber nicht nur Lob, sondern auch einen Ratschlag und eine Bitte mit auf den Weg. Die Auszeichnung, ein Young Leader zu sein, ist eine Momentaufnahme. Sie wird nur für jene nachhaltig sein, die deswegen nicht abheben, sondern am Boden der Realität bleiben und weiterhin hart an sich und an ihren Aufgaben arbeiten. Wer glaubt, das Ziel jetzt erreicht zu haben und mit besseren Lohnchancen in den Berufsalltag einzusteigen oder zurückzukehren, der ist auf dem Holzweg. Zu einem echten Leader werden Sie, liebe Studierende, nur wenn Sie sich nicht zurücklehnen, wenn Sie das Erlernte auch in Zukunft praxisorientiert umsetzen, wenn Sie auch in Zukunft bereit sind, Außerordentliches zu leisten und Verantwortung zu übernehmen, im Beruf, aber auch in der Gesellschaft. Ich ermuntere Sie in diesem Sinne,
arbeiten Sie auch in Zukunft daran, echte Leader zu werden und echte Leader zu sein. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg viel Glück und Erfolg. Ganz herzlichen Dank, Landammann Dr. Daniel Fessler. Ich danke auch ganz herzlich unseren Sponsoring-Partner des WTD Young Leader Awards. Ganz herzlich. Diese da sind Wirtschaftsregion St. Gallen, Patronatspartner, vertreten mit dem Präsidenten Leo Kaufmann. Gewerbe Stadt St. Gallen, Patronatspartner, vertreten heute mit dem Präsidenten Dr. Elmar Jutz. IHK St. Gallen, Appenzell, Patronatspartner. IHK Industrie- und Handelskammer Thurgau, vertreten heute durch Christoph Flanter. Die folgenden Partner sind auch Beiräte des WTT Young Leader Awards. Leader. Medienpartner, heute vertreten mit Geschäftsleiter Natal Schnetzer. Tagblatt Medien, Medienpartner und Zweitplatz-Preissponsor, heute auf der Bühne mit Gesamtleiter Daniel Erath. Amt für Wirtschaft, Kanton St. Gallen, Kategoriensponsor, heute vertreten durch den Leiter Standortförderung Beat Ulrich. Amt für Wirtschaft, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kategoriensponsor, heute vertreten durch die Amtsleiterin Karin Jung. Huber und Sunder, Community Sponsor, heute vertreten durch Personalleiterin Patricia Stolz. Schmid Fair, Invitation Sponsor, heute vertreten durch Geschäftsführer Matthias Schmid. Swiss Life, Invitation Sponsor, heute vertreten durch Regionalleiter Thomas Rechtsteiner, seines Zeichens auch Seckelmeister, sprich Regierungsrat Appenzell-Innerrhoden. PricewaterhouseCoopers, Celebration Sponsor, heute vertreten mit Bruno Rees, Partner. Bauwerk Group, Preissponsor, zweiter, dritter Rang und Qualifying Sponsor, heute auf der Awardbühne mit CEO Klaus Brammertz. Und Leica Geosystems, Preissponsor, erster Rang, heute auf der Awardbühne mit Thomas Haring. Seines Zeichens CFO, COO. AFG Arbonia, Forster Holding, Preissponsor erster Rang, heute auf der Awardbühne, CFO Felix Bobmer. Und dann, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG St. Gallen. Er ist Regionaldirektor hier in St. Gallen. Er machte seine Bank zum WTT Award Buffet Sponsor. Ich begrüße ganz herzlich hier auf der Bühne Roger Fehr. Hey, das ist schön. Ganz herzlichen Dank, dass Typo Landesbank neue Awards Buffet-Sponsor ist von WTT Young Leader Awards. Das heisst, das Publikum ist dir. Danke vielmals, Peter. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Stunden dürfen herausragende Leistungen von Studenten von der Fachhochschule St. Gallen kennenlernen. Ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, die Teams, alle Teams, gebührend zu feiern. Ich lade Sie darum in unseren Stock ein zum Award-Buffet. Nützen Sie die Gelegenheit, vernetzen Sie sich mit diesen Young Leaders, frischen Sie alte Bekanntschaften auf, lernen Sie neue Leute kennen. Geniessen Sie aber auch eine Premiere am heutigen Abend, Blue Sofa Lounge, das blaue Sofa von der Hypo-Landesbank Vorarlberg. Sitzen Sie ab, lehnen Sie zurück, geniessen Sie es, entspannen Sie sich. Genau so, wie es ist, wenn Sie die richtige Bankpartner Ihrer Seite haben. Übrigens, das Sofa steht nicht nur heute Abend hier unten, es steht 365 Tage im Jahr bei uns, im Klosterviertel an der Bankgasse 1. Kommen Sie vorbei, probieren Sie es auch dort aus. In diesem Sinn, ganz einen schönen Abend, einen guten Miteinander, geniessen Sie es. Herzlichen Dank, Roger Fehr. Da gibt es wenig anzufügen. Networking-Tische wieder wie alle Jahre da. Und die Gewinnerteams, sie werden ab 9:30 bis 10:30 von Tisch zu Tisch gehen und sich unter sie mischen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Damen und Herren, dass Sie Gast waren am WTT Young Leader Awards, dass Sie weiter feiern in der Blue Sofa Lounge am WTT Young Leader Award Buffet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ganz herzlichen Dank. Und wir sehen uns wieder nächstes Jahr
zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, 24. September 2012, wenn es heißt WTT Young Leader Awards 2012. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.